So, hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator 2022. Ja, wie ihr hier sehen könnt, habe ich ein bisschen Geld ausgegeben, damit wir uns hier mal ein Silo kaufen. Ja, ich habe ein bisschen vorgespult. Wir sind jetzt schon im Juli, heißt mitten in der Erntezeit. Und dann würde ich auch einfach sagen, können wir hier schon mal anfangen, die wir unser Weizen ernten. Zwar, hoppala. Da haben wir auch den starken Bauern drin gehabt. Eieieiei. Okay. Hat aber funktioniert. Einmal den Drescher aufklappen. So, die Strohablage ist an. Und dann können wir einmal hier direkt starten. Hier müssen wir ein bisschen rumfahren. Das ist immer nur das erste Vorgewende hier. Ja, und jetzt werden wir halt in den nächsten Folgen viel ernten können. Weil wir haben unseren Mais, wir haben unsere Gerste, wir haben unseren Weizen. Im nächsten Monat kommt dann noch unsere Oliven, Oliven sag ich schon, unsere Trauben dazu. Ja, da freue ich mich drauf. Ich würde doch schon direkt sagen, fahren hier ein Stück weiter. Eigentlich könnte man die beiden Felder hier verbinden miteinander. Müssen wir mal schauen, ob wir das hinbekommen oder eher nicht. So, natürlich haben wir auch wieder ein, zwei neue Mods reingepackt. Den einen habt ihr jetzt gerade gesehen, ne? Das mit den Containern. Das ist unter anderem ein Mod, den wir haben. Und dann haben wir auch noch links oben den Inspector Vehicle Mod. Einfach ein Mod, der uns sagt, wie viel gerade wo drin ist. Das ist auch, finde ich, ziemlich praktisch, wenn man gerade mit Helfer arbeitet. Natürlich hier nicht so große Felder, aber es funktioniert hier alles, wie es sein soll. So, und dann ist natürlich jetzt auf langen Wegen unser Ziel, dass wir das Getreide erstmal einlagern und dann später wieder rausnehmen und dann zu den Produktionen bringen, beziehungsweise wir auch erstmal gucken müssen, ob wir die Produktion überhaupt machen können, vom Geld her. Beispiel weiß ich, dass die Bäckerei 80.000 kostet. Bin mir aber jetzt gerade nicht sicher, ob wir die 80.000 schon haben. Deswegen müssen wir da mal schauen. Also quasi mit meine ich, ob wir die jetzt nach den Tagen hier, ob wir den dann nutzen können.
Weil wir haben ja noch die ganzen Trauben, hier, die wir noch zu Traubensaft verarbeiten. Wein dürfen wir ja nicht. Genau, das sind zum Beispiel so Sachen, die wir machen werden. Oder auch unsere BGA, ne, die Silage. Und wenn es dann so weitergeht, können wir auch dann im nächsten Jahr dann in die Tierproduktion einsteigen. Das sind ja alles Investitionskosten, die wir machen müssen. Wir müssen noch unseren Kredit abbezahlen. Das sind pro Tag auch nochmal 1000 Euro. Ich meine, ich habe jetzt auch Windräder gebaut. Also da hinten ist ein elektrisches und dann habe ich bei der BGA noch ein großes. Das macht uns schon ein bisschen Geld, ne, passiv. Aber nichtsdestotrotz, wollen wir ja auch irgendwie gucken, dass wir da ein bisschen vorankommen. Ja, ich will ja gucken, dass ich will ja nicht so viel Dreck machen. Ja, da muss ich auch mal gucken, ob wir eventuell irgendwo ein Strohlager kaufen können. Was wir dann für unsere Tierchen nutzen können. Weil jetzt extra für das hier, das extra jetzt verkaufen und dann wieder ein Jahr nichts haben. Nicht so cool. Und was wir vor allen Dingen auch noch machen müssen, ist langsam mal unsere Silage wegfahren, weil wir durchaus jetzt ja, Probleme bekommen könnten, dass wir nachher nicht genug Silo übrig haben. Wir haben eh immer noch ein bisschen Rübenschnitzel, die wir jetzt auch noch in die BGA machen können. Wir haben Gärreste, die wir nutzen können. Und da ist natürlich auch noch mein Ziel, den Saddle Track zu holen. Natürlich den Vorbestellerbonus. Nun ja, schauen wir mal. Ja, 94% sind wir schon gefüllt. Die letzte Spur, wo ich jetzt nicht so sehr auf den Rand gucken muss, fahren wir auch mal hier zusammen in Perspektive. Ah, es wird knapp. Es wird knapp. Okay, das Feld hier kriegen wir noch hin. Wir fahren einmal das Rohr aus. Und wir müssen einmal manuell das Überladen starten. Auch übrigens eine Mod. So, in der Zeit, wo wir überladen, schaue ich einmal. So, Weizen, Weizen, das heißt hier unten, das sind auch noch alles Weizenfelder. So, hier oben haben wir unseren Erntereifen. Ah, noch schon, wäre schon erntereif. Haben wir einmal Zuckerrüben, einmal Mais und wir, nee, Sonnenblumen und einmal den Mais hier oben. Genau. Ja, auf den Feldern hier haben wir noch gar nichts. Sind, glaube ich, nur gekrubbert. Beziehungsweise fertig für die Saat. Ja, da müssen wir auf jeden Fall auch mal schauen.
Was wir da noch machen, wo wir uns da noch weiter drum kümmern können? Jeden Fall fahren wir hier noch mal das Stück vorbei, fertig. Können wir eigentlich auch die Hirse schon ernten, frage ich mich gerade. So gerade mal, Hirse, dort unten. Ja, ist noch im Wachstum. Hätte ich auch erst im Kalender gucken können, aber ja. So, und dann haben wir das hier jetzt auch zum Glück fertig. Zwei Felder. Muss mal ganz kurz gucken, was haben wir hier immer? Gerste, ne? Ne, hier haben wir Weizen. Auch Weizen. Wieso sind das hier noch nicht im Wachstum? Wieso ist das hier noch nicht fertig? Und hier dürfen wir jetzt die Gerste haben. Ja, die ist auch erntereif. Ach nee, Mensch. Mit dieser starke Bauer. Wie gesagt, hier haben wir unser Riesentank. Da haben wir noch einen kleinen für unsere Zuckerrüben. Unsere Zuckerfabrik. So, hier lassen wir jetzt einmal den Helfer fahren. Moment mal kurz. War mir gerade nicht sicher, ob wir in dem Zeitpunkt, wo wir gerade am Feld waren, noch ein bisschen Weizen drin hatten. Jetzt direkt schon auf die Gerste gegangen sind. Ich hoffe nicht. Ach nein. Oh nein, okay. Hier müssen wir uns erstmal was überlegen. Oh Gott, ich muss mal kurz im Baumenü gucken. Gleich, ach oh Quatsch. Speichern. Das ist jetzt blöd. Naja, das ist bei Bauen. Und dann bei Landschaftsbau. So, das sieht doch schon mal viel besser aus. Moment. Kostet natürlich. Können wir aber nicht ändern. So. Hoffe ich mal, dass wir zumindest hier mal vernünftig hochkommen. Oh, und die Rehe sind bei der Zuckerfabrik. Sehr schön. Wunderbar.
Und da hinten geht's direkt weiter mit der Gerste. Was wir in der Zeit schon mal mit unserem JCB machen können, ist einmal hier das Stroh einfahren. Ach, ich wollte noch ein Strohlager gucken. Lagermöglichkeit für Heu und Stroh 63.000. Ja gut, da hätten wir noch ein bisschen was. Dann können wir das noch ein bisschen liegen lassen. Und in der Zeit schauen wir mal nach den Preisen für... Na gut, Silage. Care. Einkaufszentrum möchte 900 dafür. Wo ist das Einkaufszentrum? Ah, perfekt, direkt hier vorne. Super. Dann, meine Freunde. Suchen wir uns jetzt erstmal unseren Anhänger. Wird wahrscheinlich hier vorne an der Ecke stehen. Nee. Dann schauen wir mal bei der Zuckerfabrik. Auch nicht. Dann beginnt jetzt einmal die Suche nach dem Anhänger. Ja, hier ist schon mal keiner. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier auch irgendwas lagern kann. Guck mal. Jetzt habe ich die Frage, wo ist mein Anhänger, wo ich die Paletten alle reinmachen kann? Weil momentan den Zucker zu verkaufen lohnt sich. Sein, da muss doch irgendwo. Ah, okay, vielleicht sollte man auch mal in den Traktor reingucken. Dann fahren wir den einmal schnell zur Zuckerfabrik, haken da einmal um und dann übernimmt das der JCB. Der ist tatsächlich noch ein kleines Stückchen schneller auf der Geraden. Ich liebe Erntezeit. Das ist einfach immer wieder schön, so das ganze Jahr über darauf zu warten und dann wieder alles Schritt für Schritt zu ernten. Und auch langsam immer zu sehen, wie der Hof immer Schritt für Schritt immer größer wird, wie er immer wächst. Hier, weg mit euch. Ehrlich hier. Aber ich muss sagen, die Sounds in den Hallen sind tatsächlich noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil die noch so sehr dumpf sind und auch so ein bisschen im Ohr, finde ich, noch ein bisschen knacken. Da finde ich, könnte man etwas Abhilfe schaffen. Aber ja. Meckern auf hohem Niveau, meine Freunde. Ganz hohem Niveau. Sehr schön. So. Dann würde ich sagen, machen wir noch mal eine Fuhre
wo wir den ganzen Zucker hier wegbringen. Dann haben wir es für heute auch schon geschafft. Unbedingt mal sauber machen hier. So, Türchen gehen einmal auf. Wir switchen einmal auf Maus und Tastatur. Na. Eins. Wir könnten es jetzt auch mit Stapler und sowas machen, aber sag mal so für das bisschen. Türen gehen zu. Und dann gucken wir mal, was wir hier bekommen. Dürften knapp 4000 sein. Also es war ja irgendwas mit 900, die wir da bekommen. Dann denke ich mal, dürfte das funktionieren und dürfte das auch passen. Das meine ich mit, dann ist man ein bisschen zügiger unterwegs. Und raus mit dem Zucker. So, pro Fuhre kriegen wir jetzt momentan 3800. Das ist in Ordnung, es ist nicht extremst, aber auf jeden Fall, sage ich mal so, haben wir dann bald dann auch schon unsere, ja, unsere Kosten für die Miete drin, die wir für den für den Roder haben. Und zusätzlich noch kommt die BGA dazu, die dann auch noch extrem viel Geld reinmacht. Und ja. Leute, so sieht's aus. Wir sind jetzt mitten in der Produktions-, Verkaufs- und Erntephase. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann lasst gern ein Abo da. Schaut im nächsten Part vorbei. Die Projekte kommen, wie ihr ja mitbekommen habt, alle 2 Tage. Und ja, bis dahin. Habt einen schönen Tag. Ciao, euer Fury.